geschafft, Swiftwind! Die wilde Horde wird uns so schnell nicht mehr belästigen. Verwandeln wir uns zurück in die Prinzessin Adora und ihr Pferd Spirit. Im Schloss gibt's heute Hackbraten. Nein, nein, warte! Au, meine Beine, du Schlampe! Ich hab gesagt, warte 5 beschissene Sekunden! Spirit, es tut mir so leid! Das begreift doch wirklich der Dümmste, du dämliche Ziege! Zum Fliegen brauche ich meine beschissenen magischen Flügel! Jetzt hol mir verdammt noch mal einen beschissenen Tierarzt! Der kann auch nichts mehr tun! Spinnst du? Moment mal, du verhunzt die Landung und ich krieg die Todesstrafe? Bei Pferden heilen gebrochene Beine nicht. Sie haben fast die Hälfte ihrer Knochenmasse in den Gliedmaßen. Außerdem tragen Pferde 65% ihres Körpergewichts auf den Vorderbeinen. Du bist ja wirklich bestens informiert, wieso du mir gleich die Rübe abhacken kannst, Schwester. Hast du das etwa geplant? Ich bin bloß eine besorgte Pferdebesitzerin. Oh, meine Güte, was ist passiert? Es ist furchtbar, Caster Speller. Der schreckliche Hordak hat uns gezwungen, die Körper zu tauschen. Ich bin in Wahrheit Prinzessin Adora und sie ist Spirit. Also, das lässt sich leicht beheben. Magischer Körperwechsel. Halt! Oh, meine Beine! Du weißt doch, 65% der Knochen, bla 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 bla. Aber ich kann zaubern. Spirit zu heilen ist ein Kinderspiel. Ja? Wer hat Bock auf Hackbraten? The peas, the celery sticks, the meat and the fish will make you sick. All the food is poison, all the food is poison. The apples, tomatoes, wheat and the corn, all the food is poison. Don't eat the food, it's poison food. Don't eat the food, it's poison food.